Hallo ihr Lieben, ich bin die Jackie und heute geht es um die aktuellen Teams für alle Raubzüge und DD5. Die komplette Grafik haben wir hier auf YouTube als Beitrag und auf Discord veröffentlicht. Du kannst uns unterstützen, indem du das Video komplett schaust, likest und mit deinen Kameraden teilst. Wir freuen uns über deine Meinung und Erfahrungen und los geht's mit dem Video. Kann ich das dann verschieben? Ah, toll. Also ich sag mal, U75 ist uninteressant, oder? Also ich meine, nee, stopp, ich habe ja gelesen, dass jemand beide spielt, 7-3 ab und zu. Fällt mir gerade auf, latest Update, Patch 579. Wir sind echt ein super Team. Ich glaube, ihr und ich haben mehrfach darüber gesprochen, dass wir das noch aktualisieren müssen. Aber gut gemacht, nicht. Okay, Doom 2.3. Das ist hier nicht richtig. Ach doch, Doom 2.3 ist ja korrekt. Ah, ist ja Doom. Der aktuelle. Okay, ja, Setup. Von links nach rechts ist auch klar, glaube ich. Die drei Top-Charaktere und ausgetauscht wird immer Adam Horlock. Also für den ersten Knoten mit ihm, für den zweiten Knoten mit ihm, für den dritten Knoten mit Ebony Maw. Wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir, sobald wir Cersei ready haben, sie halt mit rein splashen und eventuell wird es auch dazu führen, dass wir Icarus auch noch dazu haben. So, und hier sie soll rein und die Nebula nehme ich raus. Also Nebula habe ich drin gehabt, wer die halt wirklich enorm geilen Schaden pusht, aber auch 2-3, das ist so ultra lucky, ob sie überlebt oder nicht, dass ich meistens mit Misty spiele und Misty, hier ist auch die korrekte Aufstellung, hat jemand bei mir merkt, und Misty hat aber auch wieder aus Gründen sehr häufig das Zeitliche gesehen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob es euch auch, achso, ja, schwierig, also für die Leute, die auch 2.3 spielen, ich habe das Gefühl, dass die momentan gerade wieder massiv am Tweaken sind. Also, die wissen nicht, wie herausfordernd 2.3 sein kann oder sollte. Also, ich habe das Gefühl, dass da einmal die Woche irgendein Azubi ein paar Regler von rechts nach links schieben darf und die Charaktere dann mal mehr, mal weniger Damage austeilen oder erhalten. Also, ich habe fast jede Note in 2.3 Standard-Note One-Shot gespielt oder Two-Shot ohne Wiederbeleben. Und ich habe gerade erst gestern, war das glaube ich, an einem Knoten viermal wiederbeleben müssen. Obwohl ich exakt so spiele, wie ich immer spiele. Ich kann euch nicht sagen, woran es liegt. So, mein DD5-Line-Up. Das ist es. Das ist es, was ich hier so vorhabe. Also ich nehme mit den Silver Samurai, ich versuche den jetzt noch irgendwie hochzukriegen. Genauso wie Lady Deathstrike. Das sind die globalen Charaktere. Ich nehme Dr. Doom mit, Maria und Sharon. Damit habe ich dann maximale Kontrolle, eine sehr gute Defense und Bleeds, wissen wir ja, funktionieren eigentlich hervorragend. Das wären die Backup-Charaktere für Global. Das Team ist relativ ausgeglichen und günstig und passt halt zu meinem Roster. Also ich habe bereits eine gewisse Menge an Material. Warte mal, könnte ich theoretisch, kann ich jetzt gerade nicht zeigen. Also mir fehlt noch arsch viel und ich glaube nicht, dass ich vor Ende Januar anfangen kann mit DD5. Deswegen ist es mir rotzegal, ob das jetzt Ende November released wird oder Ende Dezember, das ist ja Wayne. Dann die Cosmic Geschichte. Also Cersei und Icarus sind Must-Have. Kestrel habe ich, dazu sage ich einfach nichts mehr. Fillerwell, weil halt mit Moondragon auch noch eine gute Synergie halt besteht. Und die Charaktere sind auch verhältnismäßig billig dafür, dass sie so starke Control-Effekte haben. Ne? Ich kann Defense Down drauf pushen, ich kann alle Debuffs entfernen, ich kann Zusatzattacken kriegen, ich kann ein Schild generieren. Ja,
So, dann mein City-Team. Das habe ich jetzt ein paar Mal getestet in DD4. Ich nehme an, dass es sich in DD5 genauso verhalten wird. Shang-Chi macht einfach Schaden aus der Hölle. Genau das gleiche gilt für die beiden hier. Und auch wenn die bei mir ziemlich schnell tot sind momentan, ich hoffe, dass wenn ich auf Dagger noch einen Red Star kaufen kann, dass das. Vielen Dank für den Follow, Jester. Dass das halt eine gewisse Konstanz dann kriegt. Ja, Anti-Venom und SSM. Das ist übrigens eigentlich mein Plan gewesen, nachdem ich jetzt weiß, dass Global waren, glaube ich, die zweiten nach den Feinden, ne? Chucky? Erst kommen die freien Knoten und dann kommt Global? DD5? Also ist halt, Global ist dann das erste, was ich halt baue. Das sind die Charaktere, die momentan bei mir die maximale Priorität genießen. Vorteil auch für meine Allianz. Dadurch, dass ich jetzt Deathstrike, Sharon Carter ist schon fast fertig. Also das sind ja Charaktere, die braucht man im Krieg, wie die Luft zum Atmen. Ja, und Legenden, ich glaube, das erklärt sich auch von selbst. Das ist alles wieder maximale Kontrolle, maximaler Schaden. Ich freue mich auf das Rework von Phoenix. Ich hoffe, dass das wirklich kommt. Ja. Ich habe es nochmal drunter geschrieben. Ich race nicht gegen andere Spieler. Das ist für mich absolut sinnbefreit, jetzt wo ich weiß, was Leute bereit sind dafür zu cashen. Jackie Pitmaster sagt, City kommt als erstes. Dann ist halt mein Plan, als erstes City zu bauen. Wir sind, glaube ich, nach der Grafik von MSF.gg gegangen. Jedenfalls hatte Jackie da irgendwas offen vorhin. Ja. Whatever. Also das, was nach den Freien kommt, wird natürlich als erstes von mir gebaut. Ja. Also ich hoffe, anhand dieser Grafik wird es euch leicht fallen, dann nochmal euer Line-Up ein bisschen zu upgraden. Ich habe auch nochmal hier die ISO 8 extra geprüft und das ist auch jetzt so, dass es optimal ausgelegt ist für Raids. Ja. Juhu, toll. Weiter geht's.